Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Oh yeah, wir sind fertig. Nach wie vor unterwegs mit unserem Kumpel hier. Weitergehen. Und also mit Duras sind wir unterwegs und ja, haben schon den ein oder anderen Gegenstand also gefunden und ja. Leveln uns hier durch die Gegend. Jojo. Er ist zwar ein bisschen faul, was das Kämpfen betrifft. Kann's weitergehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten scheint er brauchbar zu sein. Ich laufe gleich mal zu ihm. Aber oder auch nicht. Weitergehen. Bin ich mir jetzt so sicher, es wäre halt jetzt echt cool, wenn du helfen könntest, du Depp. Fertig. Na, noch bin ich fertig. Wo ist denn er? Das soll mir gefälligst helfen. Okay, der hilft mir nicht. Kann ich schon vergessen. Es ist halt echt der Doppel mit der Energie, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mit dem Energiereck gefällt mir überhaupt nicht. Ja, also das mit Energiereck gefällt mir nicht wirklich. Also da tut es irgendwie gar nichts. Und das ist nicht nett. So. Fertig. Dabei wollte ich doch eigentlich nur ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Beziehungsweise Energiereck wird schon hinhauen, nur mache ich es wahrscheinlich wieder mal verkehrt. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Balken recht schnell voll war. Ich glaube, ich muss aufhören, die Waffe zu halten. Also die Waffe in Angriff zu nehmen, so, oder zu blocken, scheint irgendwie alles Energie zu kosten. Au! Au! So, weg ist er. Geht ja. So. Lalalalala. Hä, wo ist unser Freund jetzt hin? Furt. Einfach weggelaufen. Das ist aber keine feine Art. Ah, da oben ist er. Gibt es hier irgendeine Blume, die für uns gut ist? Ah, nicht ganz. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Sie sind jedenfalls nicht ungefährlich. Pah, was versteht ein Wilder wie du schon von solchen Dingen? Boah, wie gemein. Sie sind jedenfalls nicht ungefährlich. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Dankeschön. Drücke L, um dein nächstes Missionsziel in deinem Adjuktor zu markieren. Okay. Was nehmen wir denn da herst? Ich würde ehrlich gesagt gerne den holen. Ja,
ganz ehrlich. So, kleiner Alex-Trank stillt ein wenig das Verlangen nach Alex. Aha. Stufe 3 sind wir schon. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es hingehen soll. Intelligenz werden wir brauchen, wahrscheinlich für Magie. Vielleicht Geschicklichkeit, keine Ahnung. Oder eher Gerissenheit, die beiden wahrscheinlich. Werden wir dann schon sehen. Jo. Das lassen wir mal. Den Teleporter aktivieren wir. So. Und wie... Achso, da muss ich auf die Karte. Wahrscheinlich M wird Karte sein, ne? Mhm, da kann man hin und her switchen. Sehr gut. Was haben wir hier? Aha, da müssen wir hin. Lol, der ist ja voll in der Stadt hier. So ein Glück. Das ist echt ein Glück. Und diese Gebäude hier erinnern doch ein kleines bisschen, bis auf die metallen Gegenstände hier, ein bisschen an Gothic 3, oder? Finde ich halt. Abgeschlossen. Überlebt. Droh. Hallo. Halt. Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Da hast du recht. Ich habe keine Zeit für sowas. Du, das kennt mich. Kein Grund zur Sorge. Sehe ich aus wie ein Alp? Du, das kennt mich. Kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Dankeschön. Wer sind die Nebelkrähen? Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Nope. Ragnar der Stürmische. Ragnar, Sohn von Bjar. Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Aha. Wer führt diese Stadt im Moment? War es jetzt gerade der gemeint? Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Eben. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, naja, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Jawohl, Sir. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt? Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Goliath ist stark befestigt. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen.
Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Jawohl. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komm zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Okay, wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Was? Das würden wir niemals tun. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Das stimmt. Fein, fein, fein. Okay. Okay, dann gehen wir mal rein, oder? Das untere und das obere Viertel. Jetzt sind wir schon ein bisschen in Corinis, ne? Hallo. Oh. Setzerin. Wir reden später. Okay. Hat die gerade gerollt? Was führst du im Schilde? Achso, das gehört nicht. Ja. Ja. Also diese Frau hat kein Benehmen. Ne. Ja. Naja. Was soll's. Ich schau mich mal ein bisschen um. Oben, unten, links, rechts. Was haben wir hier? Ich weiß gerade, ob ich das nehmen darf. Ich will mal speichern. So. Schauen wir mal. Oh, sehr gut. Sehr gut. Das vermisst keiner. Aha, der Wasserpark schon wieder. Halt. Setzerbrot. Ein Schwammerl, wie es ausschaut. Mhm. Ob da nicht wieder vielleicht ein Eintopf für uns rausschaut, hä? Das wäre toll. Boah, die Gänseblümchen sind so schön, so schön, so schön. Ja, ja. Huch. Was? Achso, Heilpflanze. Ich sehe nichts wegen dem Wasserpack hier. Tut mir leid. Geh mal ein bisschen runter, dass das Geflackere nicht zu sehr nervt. Setzerbrot. Was ist eigentlich das für komische Kugel? Keinen Schimmer. Aha. So eine Art Stall gibt's auch. Mhm. Eldur. Hey, du. Bist du der Ersatz? Wovon redest du? Dann bist du's also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Na, warte Gibt's mal. Gibt's noch was? Genervt? Was sind das für Setzlinge hier? Ah jo, fahren wir das mal. Lass dich von Dorn darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust jetzt, deine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben.
Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Aha. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Aha. Alles klar? Das ist aber nett. Was ist Mana? Was ist Mana? Nix da, ich habe schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Okay, du wirst wohl des Öfteren von Neulingen ausgefragt. Oh, Persönlichkeit, aha. Ich denke drüber nach. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Ich bin da, ich könnte helfen. Am Eingang steht doch eine Wache. Die Stadt ist doch gut befestigt. Am Eingang steht doch eine Wache. Ja, genau. Eine Wache. Aber sonst stehen dort zwei. Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Aha. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Hast du den Alpgleiter gesehen, als abgestürzt ist? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich werde Alva suchen. Fangen wir mit dem Oberen an. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wider der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Naja, alles ist nicht schlecht. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Mir ist diese Stadt egal. Du hast recht. Mir ist diese Stadt egal. Wie du willst. Wenn du es schaffst, die zweite Wache zu finden, werde ich dir ein paar Splitter geben. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel ich noch habe. Ich muss erst nachschauen gehen. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Wir sehen uns später. Na, hoffentlich habe ich jetzt keinen Schaßdraht, wenn ich mich denen mal anschließen möchte. Wir reden später. Der merkt sich das. Oh, oh. Das könnte schon für die Aufnahme, da könnte ich mir schon was, vermisst haben. So. Lalalala. Aber ich dachte, die Berserker mögen es, wenn man so kalt ist und so weiter. Darum habe ich jetzt einfach auch weiter auf kalt getan. Aber das scheint persönlich, also von den Persönlichkeiten der NPCs abhängig zu sein. Ja, wir nehmen das auf jeden Fall mit. Also Jägerhose. Wir haben dann eine Rüstung mehr, wenn wir die anziehen. Diese Hose wird häufig bei der Jagd getragen. Dann haben wir Trockenfleisch, Dietrich und 23 Elixit. Kein Diebstahl. Passt. Dürfen wir mitnehmen, die Truhe. Sehr, sehr gut. Was ist? Scheißlich, der wollte jetzt eigentlich nicht beleidigen. Ich hoffe, das ist nicht jetzt zu negativ für uns ausgegangen. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn das nur ansatzweise so ist, wie wir es
von Gothic und Risen kenne, also hauptsächlich Gothic, dann habe ich mir jetzt schon einen Minuspunkt eingehandelt für den Ruf und für die Angehörigkeit der Stadt hier. Ne? Jo. Okay. Dann würde ich sagen, wir laufen mal darüber. Dab, 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 dab. Hat die gerade Nasen gebohrt? Warum? Ich habe gerade keine Zeit. Dann schauen wir uns mal unten um, ne? Oh, der Part ist auch schon zu Ende. Okay, so viel zu unten. Da geht's nicht runter. Ist ungesund. Müssen wir wieder rauf? Okay, okay. Wäh. Keine Manieren. Da drüben waren wir auch noch nicht. Stimmt. Boah. Da haben wir ganz schön was zum Erkunden hier, ne? Aber das werden wir uns im nächsten Part weiter anschauen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. So, den Apfel nehmen wir noch mit. Tschüssi!